Benutzer etwas frei konfigurieren lässt, sind es meistens oder häufig mal Graphenstrukturen. Und wenn wir nun den User das komplett freilassen, was er macht, dann kann es schon mal passieren, dass dieser Zyklen einbaut und unsere Software in unendliche Endlosschleifen läuft. Ja, nur ein Anwendungsfall, wo wir prüfen müssen, ob bestimmte Datenstrukturen, bestimmte Graphenstrukturen zyklenfrei sind oder nicht. Außerdem gibt es weitere Vorteile, wenn wir zyklenfreie Graphen haben, nämlich keine effiziente Algorithmen. Aber wie prüfen wir, ob ein Graph zyklenfrei ist oder nicht? Ja, das erfahrt ihr in diesem Video. Mal gehen wir der Frage nach, ob ein bestimmter Graph zyklenfrei ist. Also wir haben wieder den gleichen Graphen wie im letzten Beispiel, wo wir wissen wollten, ob das ein Baum ist oder nicht. Wir haben auch wieder die Adjazenzmatrix und die Adjazenzliste. Auch wieder ein Visited Array. In diesem Fall habe ich mal die Variante mit True und False verwendet, wo ich sage, okay, wenn der erste Knoten bereits besucht wurde, dann steht an der ersten Stelle ein True und wenn nicht besucht wurde, ein False. Ja, anstatt ein dynamisches Array sozusagen zu verwenden. Ermöglicht einen kleinen Performance-Vorteil, da wir sehr schnell drin nachsehen können, ob ein bestimmtes Element bereits besucht wurde oder nicht. Gut, fangen wir wieder an beim ersten. Also, erster Knoten, wir haben diesen mal besucht und setzen bei visited entsprechend ein true rein. Sehen uns dann an, okay, 1 hat eine Verbindung zu 2, wir besuchen demnach die 2 und sagen auch, 2 haben wir besucht und setzen hier true rein. Gut, 2 hat wieder 2 Kinder, also eine 4, und also zur 4 und zur 5. Wir gehen als erstes zur 4 und setzen auch zum vierten Knoten das entsprechende Visited Flag. So, indem wir jetzt nicht die 5 besuchen, sondern bei 4 weitergehen, haben wir keine Breiten, sondern eine Tiefensuche, wäre aber grundsätzlich, egal wie wir es machen, würde auch mit der Breitensuche funktionieren. Gut, also wir sind bei der 4. 4 hat eine Verbindung zu 3, wir gehen zu 3 und sagen, okay, wir haben jetzt auch 3 besucht. Und jetzt kommen wir drauf, dass 3 keine weiteren Verbindungen mehr hat, keine Kinder. Und deswegen sagen wir, okay, 3 ist soweit wieder erledigt, wir haben zu diesem keinen Zyklus gefunden und setzen dort wieder false rein in das visited. Also das ist der große Unterschied, wir setzen jetzt wieder false rein. Ja, somit kommen wir zurück zur 4, die Schleife ist beendet sozusagen und wir besuchen das nächste Element, das ist die 7, weil 4 hat eine Verbindung zu 7 und auch hier setzen wir zu 7, dass wir das besucht haben und kommen drauf, hier gibt es keine Kinder mehr, also wieder weg mit dem Besuch, mit der Besuchinfo. Gut, jetzt sind wir auch mit 4 soweit fertig und können damit auch sagen, 4 keine weiteren Kinder mehr, auch 4 bekommt wieder ein False rein. Wir sind dann zurück in der Schleife. 2 hat noch eine Verbindung, die wir nicht besucht haben, also kommen wir von 2 zu 5. 5 bekommt ein Visited und wir kommen drauf, dass 5 keine Verbindungen hat, also kommt das True wieder weg im Visited Array zu False. Ja, und dann hat auch 2 keine Kinder mehr und das True kommt weg und 1 hat keine Kinder mehr und das True kommt ebenfalls wieder weg. Ja, soweit so einfach. Wir haben einige durchsucht, haben keinen Zyklus bisher gefunden. Aber was nicht schlecht ist, wenn wir uns merken würden, wen wir schon alle erledigt haben. Denn ansonsten würden wir jetzt beim zweiten Knoten anfangen und den haben wir eigentlich ja schon besucht und erledigt. Also alle Verbindungen mit 2 haben wir bereits geprüft. Auch alle mit 3, 4 und 7 haben wir bereits geprüft. Und auch die 5 haben wir geprüft. Ja, ich habe hier mal die 6 auslassen. Ich habe die Elemente dorthin geschrieben, zur besseren Verständnis und zur Visualisierung, wo die Indizes quasi stehen werden. Kann natürlich eine lückenlose Liste sein, etc. Gut, was machen wir jetzt? Wir machen das Thema weiter und zwar beim nächsten freien Element, das wir bisher noch nicht behandelt haben. Und das wäre nun die 6 in diesem Bereich hier unten. Also, wir fangen an bei der 6 und die 6 hat eine Verbindung zu 5. 6 bekommt einmal ein Visited, denn 6 haben wir ja sozusagen schon besucht. Und wir sehen weiter, es geht zur 5, auch die 5 bekommt das Visited, 5 hat keine weiteren Kinder mehr, also Thema erledigt, wir gehen hier wieder raus. 6 hat noch eine Verbindung, nämlich zu 9. 9 bekommt ein Visited, wir sehen uns die Verbindungen von 9 an, das ist die 8. Wir gehen weiter zu 8, 8 bekommt ein Visited. Und wir sehen uns die Kinder von 8 an, oder die Verbindungen von 8, kommen wieder zur 5,
5 bekommt wieder ein Visited mit True, allerdings keine weiteren Verbindungen, also kommt das wieder weg. Und jetzt hat 8 eine Verbindung zu 6. Und 6 hat bereits ein True im Visited Array. Ja, hier steht bereits ein True, also wissen wir, wir haben einen Zyklus gefunden, wir sind nicht zyklusfrei. Ja, also, so funktioniert der Algorithmus, um zu prüfen, ob ein Graph zyklenfrei ist oder nicht. Wäre er zyklenfrei, ja, dann würden wir hier wieder überall auf False kommen und wir hätten im Endeffekt in diesem Done-Array alle Elemente schlussendlich drinnen und wenn da alle Elemente einmal erledigt sind, dann wissen wir, wir sind fertig. Dieser Graph wäre zyklenfrei. Und wie gesagt, zyklenfreie Graphen haben mehrere Vorteile. Der eine Vorteil ist, dass wir unter Umständen keinerlei oder schnelle Algorithmen haben. Der zweite Vorteil ist, dass wir uns über Endlosschleifen keine Gedanken machen müssen, dass wir in vielen Algorithmen anwenden können, die ansonsten ein Problem bekämen. Oder auch, dass wir in Regel-Engines, die aus Graphen zum Beispiel aufgebaut sind oder aus Bäumen aufgebaut sind, wenn der Benutzer die konfiguriert, dann wollen wir nicht, dass dieser Zyklen konfigurieren kann. Denn das wäre relativ unangenehm, wenn hier was passiert. Oder auch, wenn wir Graphen abbilden können oder Hierarchien abbilden können in einer Produktion. Also wenn ich ein PP-System habe und hier Rohteile und Fertigteile und Halbzeuge verbinden kann, dann ist es nicht so klug, wenn ich die Möglichkeit schaffe, in der Software zu sagen, damit ich das bauen kann, brauche ich dieses Rohmaterial und für dieses Rohmaterial brauche ich aber das, was ich bauen kann. Also irgend so einen Zyklus. Denn in dem Moment, wo jemand anfängt zu buchen, ja, haben wir eine Endlosschleife. Also prüfen, ob wir zyklenfrei sind. So funktioniert. Ja, und dann schauen wir mal, was es sonst noch so gibt. Viel Spaß beim Nachprogrammieren. Und wenn es euch gefallen hat, lasst ein Abo da.